Leichtathletik, in manchen Bereichen wie Rudern und so weiter kaum. Im Gewichtheben, wo die höchsten Dosierungen vorlagen, ist nur eine einzige Geldstrafe von 20.000 deutschen Mark ausgesprochen worden gegen den Arzt. Und dort haben wir ganz schwer Geschädigte. Ich kenne einige von diesen Personen. Aber weil man sagte, na, Gewichtheben ist auch international eine Sportart, wo reingeschmissen wird, was nur geht, wollen wir da mal nicht so kritisch sein. Ich gehöre willkommen zurück, meine Damen und Herren. Ja, was soll ich euch sagen? Ich wurde gepflastert mit Fragen von Zuschauern, die mich angeschrieben haben. Ja, Akko, wie sieht's denn aus? Warum sind die ganzen Leute, die so stark sind, so mit Pickeln auf dem Rücken gesegnet? Ja, da ich kein Experte bin, kann ich auch nur so meine Meinung dazu geben. Also, wir haben hier den Kollegen Larry Wheels, der die letzten ein, zwei Jahre sämtliche Rekorde am Brechen ist, obwohl der gerade mal Anfang 20 ist, irgendwie 23, 24, keine Ahnung, wie alt er ist. Hier sehen wir den Rücken von Larry Wheels, ja, also ich würde sagen, der Rücken existiert so eigentlich gar nicht mehr. Das ist mehr wie soll man sagen, ein Pickel, Eiterpickelteppich, ja. Man kann nur vermuten, warum das so ist, wie es ist. Wir gucken mal ein bisschen weiter, ja? So, hier sieht man ein weiteres Foto auch von hinten. Also regelmäßig platzen Larry Wheels auch die Eiterpickel, während er sich sehr stark anstrengt. Ja, hier so schon, also auch am Kopf irgendwie hat er wahrscheinlich welche, auch hier am Nacken. Es gibt diverse Videos, wo bei sehr hohen Anstrengungen auch schon mal Pickel platzen und dann Eiter und Blut aus ihm herausläuft. So, ja, ein weiteres Foto von Larry Wheels. Hier auch schon was geplatzt und hier sieht das auch nicht mehr ganz gut aus, ne? Die vernarben auch schon teilweise, ne? Es ist also, je höher die Kraft, desto mehr und dicker und eitriger die Pickel, so in etwa kann man das ausdrücken. Larry Wheels hat ja auch, sage ich mal, Videos gemacht, dass er nicht mehr komplett natural unterwegs ist. Ja, hier haben wir ein Foto von einer, sagen wir mal, deutschsprachigen Powerlifting-Meisterschaft. Man sieht, ne, sind auch ein paar ordentliche, sage ich mal, ne, Pickel am Rücken vorhanden. Das muss jetzt aber nichts heißen, ja. Man muss ja nicht sofort haten und dann sagen, ja, hier dies, das, Ananas. Es kann ja auch sein, dass das reiner Zufall ist, dass sehr starke Menschen halt auch sehr viele eitrige, verkrustete Pickel am Rücken haben, ne? Das eine muss ja nicht zwangsläufig das andere bedeuten, ja. Also man kann ja auch mal davon ausgehen, dass die halt einfach ein Hautproblem haben, ne? Das ist kommt schon mal vor. Das hier ist zum Beispiel ein Foto von Pete Rubisch zu seiner, sage ich mal, Hochzeit. Der Kollege nimmt ja Trenbolon und zwei, drei verschiedene andere Sachen. Ja, er ist mit Pickeln auch sehr stark gesegnet. Er hat ja auch Geständnisvideos gemacht und es zugegeben, genauso wie Larry Wheels. Von daher, also im englischsprachigen Raum würde ich sagen, es scheint ein Phänomen zu sein, ja. Also im englischsprachigen Raum würde ich sagen, ist es eher, weil sie, sage ich mal, nicht so ganz erlaubte Medikamente zu sich nehmen und die geben das auch zu, ja. Und naja, so im deutschsprachigen Raum würde ich eher von ganz normalen Hautproblemen reden. So würde ich das jetzt, weil unsere deutschen Athleten sind halt ehrlich, ne? Wenn man sie fragt, und nimmst du was, sagen sie nein. Und man muss ja den Athleten auch glauben, ne? Man muss ja nicht immer von seiner eigenen Meinung ausgehen, ne? Also halten wir fest, Larry Wheels, Pete Rubisch, sehr starke Pickel,
Also, man munkelt ja, das würde von oralen Steroiden kommen. Ja, so Trenbolon zum Beispiel oder so, ne? Dass die dann sehr stark Akne verursachen. So Zeugs, so wie Thais, ne? Thai-Tabletten oder Trenbolon oder so, ne? Aber das eine muss ja nicht zwangsläufig das andere sein. Also, wie gesagt, im englischsprachigen Raum würde ich sagen, ja, da wurden einige Medikamente, sage ich mal, benutzt, und im deutschsprachigen Raum, die Athleten haben halt wahrscheinlich ein Hautproblem. Ja, hier nochmal Pete Rubisch von vorne, auch die Brust, Arme und Nacken und alles, ne? Ja, gut. Ist halt so, ne? Also, wie gesagt, da macht euch da nichts draus. Jetzt nicht sofort jeden verurteilen, der Pickel hat, ne? Das kann ja auch reiner Zufall sein, ja? Ja, und einige Zuschauer haben mich auf dieses Video hingewiesen, wurde am 13. April 2019 hochgeladen. Wer schlägt mich im Bankdrücken? Von Paul Unterleitner. Wir wissen, Paul ist ein Ausnahmeathlet, ja, hat die Statur von Arnold Schwarzenegger, ne? Arnold Schwarzenegger, als er 19 war, war genauso breit wie Paul. Und ja gut, Arnold hat zugegeben, dass er da ja, zwei, drei, vier verschiedene Mittel genommen hat. Aber ein Paul Unterleitner, ich meine, es kann ja auch sein, dass er ein genetischer Mutant ist und ja, die gleichen Körpermaße wie ein Arnold mit 19 hat. Ich meine, Paul hat 48er Oberarme, laut seiner eigenen Aussage. Gut, ich meine, auch sehr, 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 sehr viele starke, eitrige Pickelstellen am Rücken. Aber, wie gesagt, ne, das eine hat ja nicht automatisch mit dem anderen zu tun. Wie gesagt, ne, es kann ja auch sein, Paul ist 19, ist ein Teenager, ne, so, und da spielen die Hormone schon mal verrückt und dann kriegt man halt mal ein paar Pickel auf dem Rücken. Das muss ja nicht direkt heißen, dass er was nimmt. Also ich würde euch raten, da jetzt nicht sofort diese Anabolkeule rauszuholen, ne? Wie gesagt, ne? Sieht ja auch gut aus, 1,92, sehr mächtige Oberarme, Schultern, Brust, Rücken, richtige Fleischberge. Gut, dann hat man halt Hautprobleme auch schon mal als Teenager und hat dann halt so eine Art Pickelteppich auf dem Rücken. Aber wie gesagt, das muss nichts heißen. Also ich würde bitte, also versucht da nicht direkt da jetzt, ne, so negativ zu sein, ne? Also das ist nicht korrekt, den naturalen Leistungen von Paul Unterleitner irgendwie so Zeugs zu unterstellen, ne? Seid mal bitte fair, okay? Wir gucken uns noch ein paar Fotos an. Hier noch ein weiteres Foto, ja, man sieht's, also der Nacken, noch dicker geht das nicht mehr, also Schultern, Nacken, brachial. Ein Monster, wirklich, Paul Unterleitner. Ja, natürlich, ne, man sieht's. Es haben auch Leute drunter kommentiert. Also ich habe so ein paar sehr lustige Kommentare gefunden unter dem Video. Von daher gucken wir uns auch gleich mal die Kommentare an. Wie gesagt, ne, der eine hat halt Zeugs genommen, der andere hat ganz normal Hautprobleme, ne. Irgendwie viel Kraft und viele Pickel mit Eiter scheint wohl irgendwie einen Zusammenhang darzustellen. Es muss aber keinen Zusammenhang darstellen. Ne? Also das muss man sich wirklich verdeutlichen. Das heißt ja nicht direkt, dass jemand, sag ich mal, da irgendwie rumgepfuscht hat. Ne? So, es gibt halt Leute, die haben Pickel. Ne? Müsst ihr halt einfach akzeptieren. Ne? So, der eine hat halt Hautprobleme und ja, kann er halt nichts dafür. Gucken wir uns mal ein paar lustige Kommentare an, die unter dem Video, könnt ihr euch mal das Video angucken, bei Minute 39 Sekunden in etwa. Also wir gucken uns jetzt mal einen Kommentar an, was, das hat unter anderem auch Paul Unterleitner selbst kommentiert. Sehr lustiger Kommentar, also wir schauen uns das jetzt an. Ja, also dieser Kollege Mirin Bru hat vor einem Tag kommentiert, ich habe es hier nochmal blau markiert, war die Matratze im Hotel ein Nagelbrett, dass dein Rücken aussieht wie ein Streuselkuchen bei 9,24? Hat auch 18 Likes schon bekommen. Und Paul kommentiert möglich und lacht da dabei selbst. Gut, Paul Unterleitner hat auch selber Humor, nimmt das Ganze mit Humor, ne?
Da hat noch jemand kommentiert, klar, wer Pickel am Rücken hat, muss stoffen, Kombinatorik Isar. Sind aber ganz schön viele, ziemlich auffällig. Hab 10-mal so viele Pickel wie er am Rücken. Heißt das jetzt, ich stoffe? Nee, Bruder, also, ne, viele Pickel zu haben, ist jetzt nicht gleichbedeutend mit Stoffen, ne? Ist halt nur, ich weiß nicht so, mir ist das so irgendwie aufgefallen, dass sehr viele Leute, die maximal Muskel aufbauen und maximal viel Kraft haben, auch maximal viel Pickel haben. Aber wie gesagt, das eine bedeutet nicht automatisch das andere, ja? Da hat dieser Kommentator hier schon recht, ne? Ne, also, ne, ich meine, gut, Paul hat mit 19 fast 50er Oberarme, ja, fast, ja, ne, so richtig geile Körperstatur, massig Muskeln, ne, wenn man den jetzt neben den 19-jährigen Arnold stellen würde, würde der Paul sogar, vielleicht sogar einen Ticken besser abschneiden, ich weiß es nicht, also, viel Unterschied ist da nicht, aber das eine bedeutet, wie gesagt, nicht das andere, also, ne, verurteilt nicht sofort irgendwelche Leute, ne, nur weil die Pickel am Rücken haben. Ja, im Anschluss gibt es noch ein, zwei Videos von der FIBO und ich möchte euch eine Sache mitteilen. Ich werde die Tage richtig, richtig kranke Videos raushauen. Unter anderem werden wir mal ein paar Aussagen von Arnold Schwarzenegger überprüfen, ob sie denn so sein können oder nicht. Ja, und im Anschluss, wie gesagt, gibt es noch ein, zwei Interviews. Bitte teilt auch mal ein paar Videos, ne? Und ja, ich habe den Paul da irgendwie auf der FIBO da nicht mehr angetroffen, weil da war so viel los an diesen Ständen. Die hatten, der Paul musste ja auch ohne Ende Fotos und Videos machen mit Fans und da war irgendwie kein Rankommen mehr, beziehungsweise ich habe teilweise die Leute auch nicht wiedergefunden. Naja, vielleicht ergibt sich das mal, dass der Paul und ich uns nochmal ein bisschen in Ruhe unterhalten. Wie gesagt, ne, nochmal zum Schluss, eindeutig. Man kann ja auch mal Hautprobleme haben, ne? Das eine bedeutet ja nicht sofort, dass man irgendwie was Verbotenes da irgendwie gemacht hat. Ja, also hört auf rumzuhaten.